Dieses Video ist entstanden mit der freundlichen Unterstützung von CevDesk. Wenn du mehr über CevDesk erfahren willst, dann schau das Video bis zum Ende und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß. Dubai Tolerance Bridge ist ein sehr, sehr schöner Spot, gerade am Morgen, weil dort erstens noch nicht so viele Menschen unterwegs sind, die auf dem Bild drauf sind, und zweitens ist das Wasser auch noch sehr, sehr ruhig und dadurch kann man eine sehr, sehr schöne Spiegelung von dieser Brücke aus fotografieren, die in allen möglichen Farben angeleuchtet wird und dadurch ein sehr schönes Motiv abbildet. Ich werde den Verlaufsfilter jetzt mal ein bisschen anders anwenden, denn ich ziehe jetzt mal so schräg nach unten. Wir bekommen hier relativ viel Licht von hinten hier, von den Straßenlaternen. Und das versuche ich jetzt mal so ein bisschen abzudunkeln. Also der ganze Vordergrund, diese ganze Reling, die ich hier drin habe, die versuche ich jetzt mal mit diesem Verlaufsfilter ein bisschen dunkler zu machen. Und jetzt habe ich ein viel ausgewogeneres Ergebnis am Ende. Für meine Komposition wollte ich die Reling noch ein bisschen mit in das Bild nehmen, die ich dann als führende Linie nutzen konnte, die genau auf diese Brücke zuläuft und dadurch das ganze Bild eigentlich erst so richtig stimmig macht. Leider standen auch dort sehr viele Kräne im Hintergrund, was ja in Dubai eigentlich vollkommen normal ist. Aber trotzdem, mit ein bisschen Arbeit in Photoshop kann man die auch relativ einfach entfernen und hat damit ein sehr sauberes Ergebnis. Nächster Spot, Souq Madinat Jumeirah. Hier richtig coole Aussicht auf den Burj Al Arab, das einzige 7-Sterne-Hotel in der ganzen Welt. Und hier wird es sehr, sehr schön eingerahmt von Palmen, von älter aussehenden Gebäuden. Dieses typisch arabische Flair hat man hier und direkt dahinter dieses super moderne Hotel. Das ist richtig schöner Kontrast und den haben wir richtig schön in ein Bild aufgenommen. Der Platz ist für Fotografen sehr begrenzt, weil man auf einem sehr kleinen Gehweg steht und natürlich auch noch Menschen vorbeikommen. Das heißt, man muss da etwas aufeinander Acht geben, aber man kann die Kameras sehr gut oben auf dieser Balustrade platzieren und damit etwas mehr Platz gewinnen und somit auch fast alle Fotografen nebeneinander positionieren, damit alle gleichzeitig fotografieren können. Einen letzten Spot wollte ich mit den Teilnehmern dann aber an dem Abend noch besuchen. Und wenn man ihn als erstes so sieht, dann denkt man sich, oh okay, der ist relativ unspektakulär. Wenn man aber genau an dem Spot dann steht, dann weiß man, warum ich dahin wollte. Denn wir haben einen wunderschönen Vordergrund, einmal einen Wendekreis, der als Vordergrund dient und im Hintergrund der Burj Khalifa. Und wenn man nur ein paar Meter weiter geht, dann hat man diese komplett große Straße mit den Lichtziehern von den Autos, gerade wenn es dunkel ist, dann kann man das ja sehr gut mit aufnehmen ins Bild. Dann hat man da super schöne führende Linien, die direkt auf den Burj Khalifa hinzuführen. Und das sind wirklich zwei Kompositionen, die mir fast am besten in Dubai gefallen, obwohl es unten auf dem Boden ist. Aber die sind wirklich sehr, sehr spektakulär.
Wenn man dann die Kamera auf ein Stativ stellt und mehrere Fotos von dieser Szenerie macht, dann kann man am Ende die Lichtspuren von den Autos auch noch miteinander kombinieren später in Photoshop und damit mehrere Lichtspuren in das Bild bekommen und die führenden Linien somit noch viel mehr verstärken. Am Ende hatten wir alle super schöne Ergebnisse und wir traten die Heimreise an mit einem kleinen Umweg noch übers Restaurant und dann direkt ins Hotel. Wenn du selber Lust hast, so eine Reise mit mir mal zu machen, dann schau auf jeden Fall auf meinem Online-Store vorbei. Die Reise nach Dubai findet im Dezember 2020 das nächste Mal statt und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du dann dort vielleicht auch das nächste Mal mit dabei bist. Nochmal vielen Dank an Safdesk für die Unterstützung dieses Videos. Safdesk ist eine Online-Buchhaltungssoftware, welche dir deine Buchhaltung extrem vereinfacht und deine Belege digital abspeichert. Dazu habe ich ein gesamtes Video erstellt, welches ich dir oben nochmal verlinke.